Also vom Prinzip her machen wir alles, was in Richtung Schadensprävention oder Prozessanalyse geht, Prozessüberwachung, und können damit, ob das bei Autos ist, bei Flugzeugen oder bei Windkraftanlagen, die Sicherheit oder auch die Prozessqualität erhöhen. Wie ist es denn, sein eigener Chef zu sein? Ja, also Chef ist bei uns der falsche Ausdruck. Wir arbeiten eher als Team zusammen. Einer muss die Verantwortung am Ende tragen und das sind in dem Fall zwei, der Rainer und ich. Und das macht Spaß, es ist spannend, aber es ist auch sehr herausfordernd. Ja, wichtig ist, dass Sie als Gründer natürlich auch als Person überzeugen und dass wir auch als Finanzierer das Gefühl bekommen, dass Sie hinter der Idee auch wirklich stehen, dass Sie dafür brennen. Und wir empfehlen jedem auch, dass es mit seinem familiären Umfeld ein bisschen abgestimmt hat, weil doch sehr viele Belastungen in der Gründerzeit auf die Gründer und deren Familien zukommen. Und woran erkennen Sie denn eine gute Idee, die Marktchancen haben könnte? Gut, zum einen hat man die nackten Zahlen, Daten, Fakten, die man sich anschauen kann und kann daraus auch Ableitungen treffen, wird sich das in der Zukunft erfolgreich durchsetzen. Auf der anderen Seite natürlich auch, wie gut ist die Person des Gründers, also der Person, die da vor einem sitzt, wie sehr brennt der und hat er die Chance, auch das echt zu vermarkten.